So, dann wollen wir doch mal schauen, was da alles drin ist. Bis gleich nach dem Intro. So, herzlich willkommen zurück. Ich habe wieder was bestellt und es ist auch angekommen, wie man hier sieht. Ja, wieder Teile für meine Roller. Wegen der ja, Inspektion, sag ich mal, die ich durchführen will. Packen wir das Größte einmal zuerst aus. Genau. So. Einmal aufmachen, was uns denn hier so erwartet. So, was ist denn da drin? Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist Bremsen- und Teilereiniger. Ja, das ist gut. Stellen wir das einmal da hin. Dann kommt jetzt die anderen beiden. Dazu muss ich Messer holen. So, also wo jetzt das kleine Unboxing-Messer ist, weiß ich jetzt nicht. Ja, ich habe mal das hier geholt. Ja, packen wir da. Welches soll ich auspacken? Das oder das? ja, ich packe mal das Größte aus. Das ist das hier. Packe ich mal aus. So. Okay. Oh. Ah, mit Rechnung. Das ist gut. Ah, das hier ist sogar noch besser. Jawohl. Das ist gut, das freut mich. So. Ah, eine neue Kupplung. Für meinen Roller. Weil ich habe ja die alte Kupplung ja, durch die Spülaktion ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen. Ne, und ja, genau, das ist die neue Kupplung. Plus Kupplungsglocke, auch ganz neu natürlich. Ja, genau. So, gucken, ob hier auch genügend Fett drin ist. Ja, es geht. Muss ich nochmal nachfetten. So, das ist gut, dass wir es bekommen haben. Ich packe die mal vorsichtshalber wieder ein. So, da kommt jetzt Paket Nummer 2 dran. Ah. 2 Extreme oder 2 Extreme, okay. Na. Mal gucken, ich glaube, das hier wird die Rechnung sein. Ich guck mal eben gerade. Ach, das ist ein Warenbegleitschein, okay. Ah, war auch nicht schlecht. Das ist auch gut. So. Ach, hör mal. Die ist aber leicht. Die Dingens. Na?
Jawohl, das ist gut. So. Dann haben wir hier die Variomatic Buchse. In dem Fall, in meinem Fall darf ich die nicht verwenden, weil dann. Oh, okay, das Lüfterrad. Das ist gut. Dann haben wir hier die Riemenscheibe. Da kommt dann hier so drauf. So. Okay, fliegen die schon los hier rum, die Teile. Erstmal so wieder zusammenbauen. So. Genau, dann hier die Rheumatik. Ist auch noch eingepackt. Okay. Na cool. So. Ja. Genau, und das habe ich auch noch bekommen. Das sind hier diese Abdeckung für die, den Kickstarter-Deckel. Die haben 18 mm da im Durchmesser. Ne? Und ja, die sollen dann besser reinpassen. Das Loch für den Kickstarter, wenn jetzt alles abgebaut ist. Also die Kickstarter-Hülse auch raus, dann sollen die da besser reinpassen. Da ich ja eh nur einen brauche, also diejenigen, die auch sowas brauchen, würde ich dann halt zuschicken. Nur per Post oder so. Ne? Die jetzt auch das hier brauchen. Mit 18 mm. Ne? Also ich würde mir hier einen rausnehmen, ne, für mich. Und den Rest und so. Ne? Also wer noch einen braucht, bitte in die Kommentare schreiben. Und dann mir eine Privatnachricht schreiben auf meine E-Mail-Adresse. Und ja, ne, dann schicke ich das dann zu. Ne? Ein so eine Abdeckung, der jetzt noch keine passende Abdeckung hat. Ne? Also ich hoffe, dass die passen. Falls ja, dann kann ich es euch zuschicken. Und wenn nicht, dann habe ich Pech gehabt. Ne? Aber ich denke schon. Ja, die passen. Das ist genau 18 mm im Durchmesser. Da. Und ja, ne. Das war Unboxing Teil 1 und dann geht's jetzt mit Teil 2 weiter. So, und das hier ist Teil 2. Ja, dann wollen wir es einmal auspacken. Das letzte Paket quasi zu meiner Inspektion. So, gucken, was da alles so Schönes drin ist. Ja, Walski, Polski. Das ist so gut. So. Wir haben hier eine neue Hupe. Weil die alte Hupe ist zwar auch gut, aber da gefällt mir der Ton nicht ganz so gut. Nur der Hubton. Na, und diese Hupe, na, diese hier, die ist schön hell. Na, also fast wie original. Ja. Genau, kommt auch aus China. Cool. Einmal aufmachen, gucken, wie die aussieht. Stimmt original. Jo. Na cool. Jo. Das ist fast die originale Hupe. Genauso sieht die aus. Cool. So, dann haben wir hier noch einen oder eine Schieblehre. Aber nicht irgendeine Schieblehre, sondern
Eine digitale Schieblehre. Wahnsinn, oder? Ach, das hier ist die kleine Batterie. Okay. Ist ja süß. Ach, geht sogar mit Ersatzbatterie. Boah, cool. Gucken, wie dick mein Finger ist. Na, cool. Ey, das ist ja genial. So, hier nochmal die Hupe. Gucken, wie groß die ist. Ja. 65 mm. Ey, das ist ja cool. Zack. Genial. Dann hier einfach nur drauf drücken. Ey, das ist ja genial. Jo, coole Sache. Und dabei ist sogar noch hier, wie gesagt, die Knopfzelle. Und dann noch das, so ein Maßband. Dann noch hier die Hupe. Und ja, genau. Alles klar. Dann habe ich, glaube ich, noch was bekommen. Ich hole das mal eben gerade. Moment. Beziehungsweise da ist noch was angekommen. Noch ein kleines Paket. So, nun ist es eigentlich angekommen. Teil 3 der Paketflut. ja, wollen wir es einmal mal aufmachen. Jawohl, da haben wir das gute alte Liquid Molly Öl. Das ist gut. Jo, das passt. Na, auf jeden Fall. Alles klar, um das Video auch nicht so lang zu machen. So, und das nächste Video. Da muss ich erstmal noch ein bisschen durch die Gegend fahren. bis ich 4000 Kilometer zusammen habe. Das sind noch 40 Kilometer. Bis 4000 Kilometer. insgesamt. Und ja, tanken muss ich auch noch machen. Also tanken, mein Roller braucht Sprit. Anzeige ist jetzt wieder im roten Bereich drin. Weil ich gestern auch so viel rumgefahren bin und ja, ne. Alles klar, also das nächste Video, da geht es dann um die Montage der neuen Teile bei 4000 Kilometer. Und ja, dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Video. Und ciao. Okay. Oje, Croce, Ope, Jose.